Eins, zwei, drei. Oh! Hallo! Ich bin DonF204 und ich habe gerade die Karotten in meinem Rucksack gezählt. <laughs> Nein, Quatsch. Ähm, aber in diesem Video geht es genau um das Thema. Wir werden eine Sammelquest erstellen, in der wir Karotten einsammeln und dann in diese Kiste legen müssen. Zumindest habe ich das so geplant. Als erstes werden wir uns noch mal kurz die Quest angucken, die ich beim letzten Mal gemacht habe. Aber vorher lösche ich noch bei Plugin Manager kann ich euch noch mal kurz zeigen. Da kam immer so ein Splash Screen, dieser hier. Und bei den letzten Videos wusste ich nicht, woher das kommt und ob man das ausschalten kann. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass es ein Plugin made with MV und da klickt ihr hier auf diese Puzzle Teilchen. Der Plugin Manager öffnet das, geht auf Made with MV. Dort steht Show a splash screen made with MV and or a splash screen äh, a custom splash screen. Also auf gut Deutsch, er zeigt ähm, diesen made with MV Splash Screen oder einen selbst erstellten Splash Screen oder beide hintereinander. Und wir werden das Ganze jetzt aber rauslöschen, weil wir das nicht brauchen. Und übernehmen das, also mit der Entferntaste einfach rausgelöscht und drücken auf OK. Und dann lande ich immer direkt im Hauptmenü des Spiels und muss nicht, ähm, muss nicht unbedingt jedes Mal den ähm, Splash-Screen angucken. Das hat immer sehr viel Zeit gefressen. Gut, und dann gucken wir uns nochmal die Quest an, die ich beim letzten Mal gemacht hatte. Das gucken wir uns noch mal kurz an, dauert ja nicht lange. Als erstes musste man mit der Frau reden und bestätigen, dass man die Quest annimmt. Und dann hat man einen Apfel bekommen, den hat man diesem Mann gegeben und anschließend hat man von der Frau eine Belohnung bekommen. Das ist keine sehr lange Quest, wie ihr seht, das hat jetzt keine Minute gedauert wahrscheinlich, aber man kann das ein bisschen aufbauschen mit einer Story und mit äh, ein bisschen längeren Story, äh, also Missionssträngen, das... Werdet ihr dann schon verstehen, denke ich mal, wie es dann gemeint ist. Und ihr werdet jetzt auch sehen, dass ich nochmal einen kleinen Storystrang hinzufüge. Okay, als allererstes gehen wir dazu in die Frau. Also nicht pervers mein, äh, gemeint. So, und auf die Seite 3 des Events. Dort haben wir ähm, die Belohnung Gold ändern plus 100. Und darunter ist Selbstschaltersteuern B an. Gut. Was machen wir jetzt? Jetzt werden wir ähm, quasi die zweite Mission starten. Wir könnten entweder wieder so eine Auswahlmöglichkeit machen oder wir sagen, der Held sagt direkt, dass er die Mission annimmt, automatisch. Das kann man natürlich selbstständig entscheiden. Ich werde es diesmal so machen, dass der Held automatisch die Quest annimmt. Gut, wir werden... Ähm, zwischen Gold ändern und Selbstschalter B ist an, werden wir ein bisschen Text einfügen. Und... Nein, ich werde Selbstschalter, Selbstschalter B sogar löschen und werde den Text direkt unter Gold ändern einfügen. Okay. Als erstes wird die Frau fragen, ach, wir kopieren das gleich, da muss ich das Bild nicht nochmal raussuchen. Ähm, Steuerung C und Steuerung V oder... Rechtsklick kopieren, Rechtsklick einfügen, wobei das dann ein bisschen länger dauert. Ähm, gut, und werden jetzt nur den Text ändern. Genau. Könntest du mir bitte einen Gefallen tun und die Karotten ernten oder sowas? Ja, genau. Könntest du mir bitte einen Gefallen tun und die Karotten ernten? Passt natürlich nicht ganz rein, aber. So passt es dann. Mit der F2-Taste können wir das nochmal kontrollieren, alles. Könntest du mir bitte einen Gefallen tun und die Karotten ernten? Ernsten. Ja. <laughs> da ist schon der Fehler passiert. Ich habe es zum Glück nochmal durchgelesen. Wahrscheinlich sind da noch andere Fehler drin. Das kann passieren. Ist jetzt für das Tutorial erstmal nicht so wichtig. Genau. Und dann antwortet der Held. Wir haben hier schon, glaube ich, was mit dem Helden, oder? Hm. Oh, ja, hier haben wir was. So. Da muss ich nicht jedes Mal die Face-Grafik raussuchen. Gut, und der Held sagt einfach, gut, hätte ich jetzt auch lassen können den Text, aber, hm, was sagt er? Das mache ich mit links. Ausrufezeichen oder nur Punkt. Hm, Machen wir nur Punkt. So, wieder F2 für die Vorschau, passt alles rein. Ist ja auch nicht viel Text diesmal. Okay. Gut, und dann sollte man eigentlich. Na, dann könnte eigentlich die Frau noch etwas sagen. Was könnte die sagen? Ah, genau. Ach, wir kopieren es einfach wieder. So. Und die Frau sagt... Dann einfach sowas wie... Genau. Das ist ja wirklich nett von dir. Der Punkt. Die ganze... Arbeit soll natürlich, natürlich nicht unbezahlt bleiben. Ah, passt nicht ganz rein, aber ist nicht schlimm. So, gucken wir mal. Das ist, das ist ja wirklich nett von dir. Die ganze Arbeit soll natürlich nicht unbezahlt bleiben. Okay. Gut. Okay. Übernehmen. Und jetzt werden wir eine. Variable erstellen. Uh, mal was ganz Neues für uns. Wir doppelklicken wieder auf den Lernbereich und hatten ja bereits bei Spielfortschritt mit Schaltern und Selbstschaltern unsere Erfahrung gemacht. Im letzten Video. Nun werden wir in diesem Video Variablen steuern. Also nicht Schalter, sondern Variablen. Was sind Variablen? Schalter können entweder an oder aus sein. Also entweder 1 oder 0. Und Variablen können sehr, sehr, sehr viele äh, Zahlenwerte annehmen. Also riesengroße Zahlenwerte oder halt auch mini-kleine. Also ihr könnt hier auf jeden Fall Zahlen in gigantischer Größe reinschreiben, wie ihr das gerade braucht. Okay, ich habe gerade die Grenze gefunden. Das Ganze hat eine Grenze von, oh wei, oh wei, ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Acht, äh, Stellen aber ich denke mal, dass ihr da nicht so schnell an diese Grenze stoßen werdet. Steht das auch hier irgendwo die Grenze? Nein, steht nicht direkt da, aber es ist egal, das spielt für uns jetzt keine Rolle. Gut, wie bereits ähm, bei Schaltersteuern haben wir auch hier oben diesen genau das gleiche mit Einzelnen oder Bereich, das ist nichts Neues für uns. Also entweder verändern wir eine einzelne Variable oder einen Bereich von Variablen. Wir werden eine einzelne verändern und nennen diese Karottenquest. Diese Variable wird die Quest abhandeln. Also das, was hier bei den Schaltern quasi Apfel quest Ende gemacht hat und die ganzen Self-Switches, also die Selbstschalter, macht diesmal eine Variable, die einfach immer hochgezählt wird. Die Variable können wir mit dem Operan mit der Operation einstellen, hinzufügen, subtrahieren, also addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren oder ähm, mod modifizieren. Egal, mod. Ähm, mod ist ein bisschen komplizierter. Ich denke mal, die anderen sollten klar sein. Also bei Einstellen wird die Variable, die wir oben ausgewählt haben, auf den Wert, den wir unten dann gleich auswählen, fest eingestellt. Bei Hinzufügen wird der Wert drauf gerechnet Dadurch, dass unsere Variable gerade 0 ist, wenn wir eine neue erstellen, ist sie automatisch 0. Dann, ähm, und vorher natürlich noch nicht mit ihr gerechnet haben, dann... Ähm, also auf gut Deutsch, bei Spielstart ist eine Variable auf 0 und sobald wir damit rechnen, ähm, ändert sich der Wert. Bei hinzufügen, wenn wir zum Beispiel bei Oper äh, Operant eine 10 reinschreiben, dann wäre hinzufügen 0 plus 10 sind 10. Subtrahieren 0 minus 10 sind minus 10. Und wenn jetzt zum Beispiel hier bereits eine 25 drin wäre in der Variable, wäre... Minus 10 wären dann 15. Das sollte ja soweit klar sein. Multiplizieren 0 mal 10 sind, ja, wir wissen es alle, 0. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine 5 stehen würde, äh, in der Variable bereits, und hier unten eine 10, multipliziert wären das dann 50. Soweit sollte das alles klar sein. Ich glaube, die Grundrechenarten muss ich euch nicht wirklich erklären, aber wir machen es trotzdem mal kurz. Dividieren ist auch eigentlich klar. Ähm, <laughs> ja, muss ich wie gesagt eigentlich nicht erklären. Mod ist ähm, etwas komplizierter, aber auch nicht so schwierig. Wenn jetzt zum Beispiel in der Variable eine Zahl ist, die wir nicht teilen können, weil das nur ganz ganze Zahlen sind, die wir hier verwenden können. Beispielsweise können wir 11 nicht durch 2 teilen. Als Beispiel. Also, wenn hier oben eine 11 ist, also diese Zahl, und wir diese jetzt versuchen würden durch 2 zu teilen, würde wahrscheinlich 5 rauskommen. Aber wir hätten ja eigentlich 5,5. Und mit Mod wird uns der Rest ausgegeben. Also auf gut Deutsch. Ähm, wenn wir hier oben eine 11 haben und diese durch 2 teilen, bekommen wir dann eine 1 als Rest. Äh, inwiefern das jetzt sinnvoll ist, müsst ihr selbst erachten. Also man kann damit auf jeden Fall rausfinden, ob die Zahl. Eine gerade Zahl ist oder eine ungerade Zahl. Als Beispiel. Aber ich habe das bis jetzt noch nie wirklich gebraucht. Aber in der Theorie könnte man das für einige Sachen definitiv gebrauchen. Ich habe es persönlich noch nie gebraucht. In meinem ganzen Leben nicht. Gut. Wir werden aber einstellen und stellen die Variable auf einen Operanten ein. Wir haben hier entweder die Konstante. Das ist eine Zahl, mit der wir rechnen, die wir wissen. Eine Zahl, die wir da eingeben. Also, auf gut Deutsch zum Beispiel könnten wir die Karottenquest jetzt auf 1 stellen. Und das werden wir nachher auch machen. Aber wir werden auch die anderen Sachen mal kurz durchsprechen. Wir können auch mit Variablen rechnen. Also, zum Beispiel, wenn wir zwei Variablen haben, können wir diese addieren oder subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Wenn wir, hm, keine Ahnung, zum Beispiel haben wir, stellen wir hier oben ein eine Variable, die heißt Früchte. Und hier unten haben wir. Ähm, dann eine Variable, die heißt Äpfel. Okay? Weil wir gerade Äpfel gesammelt haben. Und dann machen wir hinzufügen und dann wird in die Variable Früchte werden dann die ähm, äh, Öpfel mit drauf gerechnet. Und dann könnte man ähm, ähm, quasi alle Früchte, die man eingesammelt hat, in einer Variable Früchte speichern. Als Beispielrechnung. Oder wenn ich jetzt aus, der, aus dem Fruchtkorb die Äpfel rausnehme, könnte man subtrahieren. Und so weiter und so fort. Gut, dann kann man einen zufälligen Wert zwischen der Zahl und der Zahl auswählen, zum Beispiel zwischen 0 und 10. Und dann kann jetzt alles zwischen 0 und 10 rauskommen, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da kann man natürlich auch äh, riesengroße Zahlen reinschreiben, wie man das möchte. Gut, sollte auch eigentlich soweit klar sein. Spielerdaten. Oder Spieldaten, Entschuldigung. Das wäre zum Beispiel die Karten-ID. Ähm, oder Gegenstände. Ob, äh, hier steht es auch in Klammern die Besitzzahl. Also wie viele Äpfel hat man im Besitz? Beispielsweise kann man darüber abfragen. Waffen. Also falls man damit rechnen möchte. Gut. Dann könnte man auch zum Beispiel machen, ähm, wenn man es als Items hat, könnte man hier oben auch die Variable Früchte ein eine Variable Früchte machen und dann immer Anzahl Äpfel Anzahl Birnen Anzahl keine Ahnung Melonen ihr versteht worauf es hinausläuft bei Spielerdaten bei Gegenstände kann man dann hier fragen wie viele Gegenstände sind und damit kann man dann rechnen gut Waffen wie viele Schwerter im Besitz sind oder Äxte Rüstungen dasselbe Spiel noch mal also quasi ob der Held das Level erreicht hat, die Erfahrungspunkte hat, die KP hat. Also, wenn die KP zum Beispiel unter 0 sind und man eine Krankenschwester anspricht, äh Quatsch, nicht unter 0, unter, ähm, unter Maximal-KP, dann, ähm, und eine Krankenschwester anspricht, beispielsweise, dann könnte man machen, dass. Ähm, MMMMM, mm, mm, der halt quasi geheilt wird und ansonsten nicht. Oder man könnte auch andere Sachen machen, wie KP-Balken einblenden ins Spiel oder so. Das kommen wir vielleicht später. Gut. Ähm, ja, haben wir. Also das muss ich jetzt nicht alles erklären hier. Gut, genau, dann Gegner. Das ist dann für Kämpfe. Gegner 1 bis 8. Und dann dasselbe im Grunde nochmal. Charakter. Quasi welches Event? Das ist ein bisschen komisch übersetzt mit Charakter. Also, damit ist quasi das Event gemeint oder halt der Spieler, der ja im Grunde auch nichts anderes als ein Event ist. Und dann hier die Position des Spielers, die Blickrichtung oder ähm, die Position auf dem Bildschirm könnte man da abfragen. Die Gruppe, ähm, da könnte man die Actor-ID abfragen, also quasi welches Gruppenmitglied sich auf welchem Gruppenplatz befindet. Das ist eigentlich auch ziemlich. Praktisch, also kann man auf jeden Fall verwenden. Und sonstiges wäre Karten-ID, Gruppenmitglieder, die Anzahl der Gold, also Anzahl Gruppenmitglieder, Anzahl Gold, Schritte, Spielzeit, Timer, Speicherzahl, also wie oft gespeichert wurde, Kampfzahl, wie oft gekämpft wurde, wie oft gesiegt wurde und wie oft geflohen wurde. Das sind eigentlich schon ziemlich interessante Werte, die man da alle rausgreifen kann und mit denen man rechnen kann. Machen wir aber natürlich nicht. Und man kann ein Skript einfügen, aber das machen wir erst recht nicht. Das ist ein bisschen komplizierter. So, gut, wir werden einstellen und die Konstante 1 verwenden. Ich hoffe, ihr habt das Fenster soweit verstanden. Ist ja auch eigentlich nicht so kompliziert. Ich denke mal, das wird verstanden sein. Gut, dann werden wir einstellen. Also wir setzen diese Variable auf den Wert 1. Also selbst wenn jetzt die Variable schon auf dem Wert 255 beispielsweise ist. Wird sie nicht auf 256 oder so gestellt und nicht auf 254, wie es bei Hinzufügen oder Subtrahieren wäre, sondern wird eingestellt auf den Wert 1. Also die 256 oder Entschuldigung 255 werden dann weg. Die könnt ihr dann vergessen, die werden gelöscht und ersetzt mit der 1 oder mit der 5 oder mit der 14. Also die Zahl, die ihr hier eingebt oder auch die minus 11, die Zahl, die ihr hier eingebt, also positive und negative Zahlen könnt ihr hier eingeben. Gut, wir werden, sie, wir werden auf jeden Fall hinzufügen, äh, Quatsch, nicht hinzufügen, sondern einstellen, konstante 1. Okay. Übernehmen. Gut, warum haben wir das getan? Wir haben das gemacht, weil wir jetzt nicht mehr mit dem Selbstschalter arbeiten wollen. Auf der vierten Seite haben wir den Selbstschalter B und den machen wir weg und werden dafür eine Variable nehmen, die Karottenquest. Das wollten wir ja auf jeden Fall machen, dass wir dieses Bedingungsfenster dann quasi noch weiter erklärt bekommen. Wir haben nämlich Schalter verwendet, wir haben selbst Schalter verwendet und glaube Gegenstände hatten wir auch verwendet. Beim Mann, das kann ich noch mal überprüfen. Ich glaube ja. Genau Gegenstände Apfel. Nur Ektor haben wir dann noch nicht, aber das brauchen wir eigentlich auch nicht. Da wird dann quasi abgefragt, ist äh, Person XY in der Gruppe. Das ist eigentlich nicht so kompliziert. Das werdet ihr auch, denke ich mal, hinbekommen. Ja, die Änderung bitte verwerfen. Gut. Wir gehen wieder zur Frau. Gut. Wenn die Variable Apfelquest größer gleich 1 ist und das kann ja nur passieren, wenn die ab äh, Quatsch, habe ich Apfelquest gesagt, Karottenquest natürlich, wenn die Karottenquest hier auf 1 gestellt wird. Also wir kommen niemals auf die vierte Eventpage oder äh, Ereignisseite, eigene Seite, wenn wir nicht auf der dritten mal waren und diese komplett durchgeklickt haben. Gut. Also wenn wir die vierte bearbeiten und auf der vierten Seite Machen wir jetzt nicht mehr ähm, das Ende der Apfelquest. Also danke, dass du mir geholfen hast. Sondern es geht natürlich weiter mit den Karotten. Wir kopieren uns mal wieder kurz ähm, den Text raus, damit ich das Bild jetzt nicht nochmal schnell raussuchen muss. Ähm, sollte eigentlich nicht das Problem sein. Gut. Das ist, Was schreiben wir da? Was schreiben wir? Schreiben wir. Vergiss auch nicht. Hm, alle Karotten, genau, alle Karotten zu ernten. Passt es rein? Au nein, das ist, passt doch ganz schnell. Oder? Nein, ich glaube, da fehlt ein Pixel. <laughs> Vergiss auch nicht, alle Karotten zu ernten. Ernsten. Ha, ernsten. Da hatte ich schon wieder den Fehler. Jetzt passt es rein. Oh, Glück gehabt, äh, dass ich einen Fehler gemacht hatte und es dann doch noch reinpasst. Ha, manchmal habe ich auch mehr Glück als verstand. Gut, vergiss auch nicht alle Karotten zu ernten. Mehr passiert erstmal bei der Frau nicht und wir drücken auf OK. Jetzt brauchen wir Karotten, mit denen wir interagieren können, weil das sind keine Events. Die Karotten sind keine Events. Wir können damit nicht interagieren. Wir können darauf umlaufen. Das sind ganz normale, wie hier die Blumen oder hier der Grasbüschel. Das sind ganz normale ähm, Teils, ähm, also Kacheln von dem Kachelset hier links und ist definitiv kein Event. Also was machen wir da jetzt? Ganz einfach, wir gehen ähm, auf die Karte hier oben, neben der ähm, Event, äh, also neben der Ereignisbearbeitungsmodus ähm, gehen wir auf den, quasi auf den Kartenbearbeitungsmodus, klicken jetzt rechts auf den ähm, hier auf den Weg, genau damit wir den auswählen und übermalen die Karotten und damit sind sie erstmal weg. Und jetzt erstellen wir sie einfach als Event neu. Aber vorher mache ich noch die Kiste weg, weil die werden wir nämlich auch gleich als Event neu erstellen. Gut, wir doppelklicken jetzt hier an diese Stelle, wo die Karotten halt hin sollen. Und wählen als Bild. Wählen wir aus ganz unten Kachelset B, glaube ich, genau. Und hier seht ihr die Karotten. Ihr könnt also auch Kachelsets als ähm, Bilder für Events verwenden. Und wir verwenden jetzt die Karotten. Übernehmen. Und okay. Und hier mache ich noch die Kiste hin. Bild. Kaches ZB, hoffe ich wieder. Ja. Und hier ist dann die leere Kiste. Hier ist die Kiste mit Karotten. Hier ist eine Kiste voller Äpfel, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Das ist ein bisschen klein. Und hier ist eine geschlossene Kiste. Wir nehmen die offene Kiste, die leere Kiste. Und jetzt steht dann eine leere Kiste. Im Spiel sieht das dann ganz normal aus wie vorher. Der Spieler sieht da keinen Unterschied. Also, für den Spieler hier ist kein Unterschied. Das sieht genauso aus wie vorher. Aber für uns macht das einen großen Unterschied. Und wir werden aber vorher noch die Karotten ähm, so einstellen, dass man nicht drüber laufen kann. Priorität wie Charakter. Also auf der gleichen Ebene wie der Charakter. Das hatten wir ja bereits im zweiten Video, glaube ich, durchgesprochen. Genau. Und jetzt kann der Spieler nicht mehr über die Karotten drüber laufen, sondern läuft gegen die Karotten. So, ich versuche jetzt hochzulaufen, geht nicht und so geht es auch nicht. Gut. Und dann gehen wir in die Karotten rein. Auf die erste Eventpage. Erstmal schreiben wir oben rein Karotten. Okay. Eigenes Name ist Karotten, damit wir noch später... Wissen, was das ist. Eigentlich sieht man es ja, aber naja, vielleicht braucht man das irgendwann mal. Man sollte vielleicht Eventnamen reinschreiben. Das wäre vielleicht besser, als wenn man dann irgendwann auf der Map ist, auf einer größeren Map vielleicht, und dann steht da Event 1 bis 50 und man sieht da überhaupt nicht mehr durch. Und das ist mit Namen dann doch irgendwo besser. Wir schreiben erstmal rein, ganz simpel, einen Text. Hm, was schreiben wir rein? Die Karotten sehen köstlich aus oder so. Karotten sehen köstlich aus. Punkt. Oder einfach köstlich aus. Sehen einfach köstlich aus. Genau. Gut, okay. Übernehmen. Nun können wir aber mit den Karotten ja nicht arbeiten. Ja. Und das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja eigentlich mit den Karotten arbeiten. Wir wollen sie ja. Wir wollen mit ihnen interagieren können. Momentan können wir sie nur ansprechen und nicht einsammeln. Wir wollen sie aber einsammeln. Also, neues Spiel. Und dann kann ich jetzt mit ihnen sprechen. Also sie quasi ähm, eine Textbox öffnen. Mit einer mit der Beschreibung des Gegenstandes. Aber wir können die Karotten nicht ernten. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir werden ausnahmsweise mal eine bedingte Verzweigung erstellen. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Eine bedingte Verzweigung. Wir doppelklicken hier in diesem Lernbereich, wie immer. Gehen auf Ablaufsteuerung. Eine bedingte Verzweigung hatten wir, glaube ich, bei der Apfelquest noch nicht verwendet und könnte man ja mal angucken. Das Fenster ist ein bisschen komplizierter. Und da kann man sehr viel machen. Und ich werde das jetzt nicht alles erklären. Das würde den Rahmen des Videos, glaube ich, sprengen. Bei der bedingten Verzweigung können wir bestimmte Bedingungen einstellen, die erfüllt sein müssen, damit etwas anderes passiert im Spiel. Das werdet ihr gleich sehen, wie das gemeint ist. Wir werden ganz einfach eine Variable abfragen, ob die Karottenquest gleich 1 ist. Okay? Man kann auch Schalter abfragen oder ähm, Selbstschalter innerhalb des Events. Genau. Oder ob der Timer eine bestimmte Zeit hat, oder ähm, ob der Akteur in der Gruppe ist, und so weiter und so fort. Ihr seht, hier sind mehrere Seiten, ob der Spieler ähm, mindestens so viel Geld hat oder weniger als diese Geldsumme hat, und so weiter und so fort. Ihr könnt hier wirklich viel abfragen. Könnt ihr euch ja mal angucken, das Fenster. Spielt für uns jetzt erstmal alles erstmal keine Rolle. Wir brauchen eine Variable und stellen als Bedingung ein, wenn die Karottenquest gleich ist. Also hier könnt ihr die, ähm, die Operation auswählen. Also zum Beispiel auch kleiner als 1 oder größer als 1 oder größer gleich 1. Wir machen gleich 1. Hier könnt ihr einstellen, ob ihr eine Konstante oder eine Variable. Also ihr könnt zum Beispiel machen ähm, ja was fällt mir da spontan ein Nichts wirklich. Mir fällt gerade tatsächlich nichts spontan ein. Aber ihr könnt zwei Variablen ins Verhältnis setzen. Zum Beispiel könnt ihr fragen, habe ich genauso viele Äpfel wie Birnen gesammelt oder sowas. Und wenn das der Fall ist, dann passiert irgendein bestimmtes Ereignis. Sowas könnt ihr beispielsweise machen. Aber wir wählen jetzt eine Konstante und prüfen, ob die Ab äh, Karottenquest gleich 1 ist. Und dann hier unten habt ihr ein Häkchen, was ihr setzen könnt. Else-Verzweigung erstellen. Else ist Englisch, bedeutet sonst, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also, was sonst passiert, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist? Wir drücken hier unten auf OK und dann sieht das Ganze so aus. Wenn Karottenquest gleich 1 ist, passiert das, was hier in äh, blau markiert ist quasi. Erstmal gar nichts. Und sonst passiert das, was hier unter Else steht. Okay, das hier. Schneiden wir mal kurz aus mit STRG X oder Rechtsklick ausschneiden. Hier steht es auch nochmal CTRL X und fügen es bei else ein. Also, wenn KarottenQuest nicht 1 ist, egal welche Zahl es annimmt, es kann minus 100 sein, es kann plus 1897 sein, es spielt keine Rolle. Es kann aber auch einfach 0 sein und bei uns ist es ja in dem Fall 0, wenn es nicht 1 ist, zumindest momentan. Dann, ähm, wenn also quasi nicht diese Bedingung erfüllt ist, passiert das, was unter else steht. Und hier können wir auch unendlich Zeilen einfügen, also ich kann jetzt hier immer mehr einfügen, was da passieren soll und kann auch Bedingungen verschachteln, also dass diese Bedingung nur abgefragt wird, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist und so weiter und so fort. Also ihr seht, man kann da vieles mitmachen. Das kann man vergleichen mit den Bedingungen, die hier so im Event sind. Nur dass hier die Eventseiten, äh, Entschuldigung, Ereignisseiten ausgelöst gelöst werden. Und hier ist es innerhalb einer Ereignisseite. Ich denke, ihr versteht das Ganze. Gut, wenn die ähm, Karottenquest angenommen wurde, dann wollen wir die Karotten ja ernten und nicht feststellen, dass sie einfach köstlich aussehen. Genau. Und da kopieren wir uns jetzt mal kurz ein, etwas raus von der Frau. Da muss ich mir das jetzt hier nicht komplett neu erwirtschaften bei der Frau. Kopieren das da rein. Und dann haben wir hier, du hast einen Apfel erhalten. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Erstmal werden wir hier Karotten reinschreiben statt Apfel. Karotten. Genau. Und dann steht hier, du hast einen Karotten erhalten. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen auch gleich hinschreiben. Erstens müsste da eine stehen. Eine Karotte. Aber wir lassen Karotten. Du hast x von 10 Karotten erhalten. Okay. Wir brauchen noch ein anderes Symbol. Das können wir uns ganz leicht raussuchen. Das wisst ihr sicherlich noch bei Gegenstände. Und dann einfach hier doppelt drauf. Und dann ist hier die Karotte. Und hier steht dann die ID-Nummer: 256. Wir drücken auf Abbrechen wieder. Also wie beim Apfel. Die Symbolnummer könnt ihr hier dann ablesen. Zum Beispiel, wenn ihr hm, diese Wurzeln nehmen wollt, könnt ihr, habt ihr 8, äh, Quatsch, 185. Oder wenn ihr einen Laptop haben wollt, 245. 24, äh, Und wir wollen aber die Karotte, also 256. 265. Hey, 256, Mensch. So, 256. Und dann steht da auch ein Karottensymbol. Wunderschön. Und jetzt steht hier, du hast X von 10 Karotten erhalten. Oder wir n schreiben mal geerntet. Geerntet. Gut. Wie ersetzen wir das X jetzt mit der Anzahl an Karotten, die wir besitzen? Das ist ja eigentlich ziemlich wichtig. Das ist auch eigentlich nur so ein Befehl hier. Dieses ähm, Backslash I oder Backslash C und dann eckige Klammern. Und wir nehmen jetzt Backslash. V wie Variable, eckige Klammer und dann die Variablen Nummer, die wir abfragen. Wir fragen Variable Nummer 2 ab. Die werden wir nämlich gleich verwenden. Gut. Und dann steht hier du hast 0 von 10 Karotten geerntet. Also das wird dann mit, der mit, mit dem Variablen Wert ersetzt. Gut. Auf OK. Und jetzt brauchen wir noch eine Variable. Die fügen wir darüber ein. Doppelklick auf quasi den Text, den wir da gerade eingefügt haben. Variable steuern wieder. Und jetzt brauchen wir eine neue Variable, die nennen wir Karotten. Karotten. Übernehmen. Okay. Und setzen auf Hinzufügen und auf 1, damit jedes Mal, wenn wir eine Karotte einsammeln, es plus 1 gerechnet wird. Gut. Das soll, sollte soweit eigentlich funktionieren. Wir übernehmen das Ganze und brauchen jetzt noch einen kleinen Selbstschalter, damit wir die Karotte nicht immer wieder ansprechen können. Den setzen wir unter ähm, das Textfenster, wo wir die Nachricht bekommen, dass wir Karotten eingesammelt haben, und machen eine neue Eventpage, die komplett leer ist, also eine neue ähm, eigene Seite, und machen als Bedingung rein Selbstschalter A ist an. Gut, und das war's. Das Event ist fertig. Nun können wir das ganze Event kopieren. Das ist richtig geil. Also mit Steuerung C und Steuerung V wieder. Oder Rechtsklick kopieren und Rechtsklick einfügen. Wobei Steuerung C und Steuerung V, also jetzt muss ich nur noch Steuerung V zum Einfügen, geht ein bisschen schneller. So, gut. Und jetzt haben wir hier überall unsere fertigen Karotten. Ich hoffe, dass es soweit funktioniert. Wenn nicht, muss ich nochmal alle löschen. Aber eigentlich sollte es funktionieren. Gut. Das können wir eigentlich mal kurz austesten. Dauert ja nicht lange, eigentlich, ob das Ganze funktioniert. So, wir nehmen als erstes die Apfelquest an. Genau, das dauert ja nicht lange. So, gehen ins Haus. So, ja, ja, haben wir alles geklärt. So, und jetzt kriegen wir die Quest, die Karottenquest. Genau, ja, das mache ich mit links. Oder mache ich doch mit links? Naja, ja, ist egal. So, Gut, und jetzt haben wir die Quest angenommen. Die Frau sagt jetzt auch was anderes. Vergiss auch nicht, alle Karotten zu ernten. Genau. Und jetzt, du hast eine von zehn Karotten geerntet. Du hast zwei von zehn Karotten geerntet. Du hast drei von zehn Karotten geerntet. Du hast vier von zehn Karotten geerntet. Wie ihr seht, die Variable, die zählt für uns hoch und ändert für uns das Textfenster. Es ist immer dasselbe Textfenster. Es ist jedes Mal einfach nur. Du hast Variable 2 von 10 Karotten geerntet. Und das ist doch ziemlich geil für uns als Spielentwickler. Wir müssen nicht 100 verschiedene Textfenster schreiben, sondern einfach nur ein einziges. Und dieses Event können wir dann einfach so oft kopieren, wie wir es brauchen. Also, wenn wir zum Beispiel 10 Karotten äh, machen wollen als Grenze, dann können wir einfach hier die 10 Karotten einfügen und dann ist gut. Man könnte auch machen, äh, dieses von 10 weglassen. Du hast. Ähm, äh, Anzahl X Karotten geerntet. Das Problem an der Sache ist dann, bei 1 müsste dann dastehen, du hast eine Karotte geerntet und nicht du hast ähm, du hast 1 Karotten geerntet. Das ist halt ein bisschen tricky dann, aber es solltet ihr auch hinbekommen. Im schlimmsten Fall macht ihr das N in Klammern. Gut, aber eigentlich solltet ihr das hinbekommen. Ihr bekommt das hin. Ich sag ihr bekommt das hin. So Jetzt ne, brauchen wir noch die Kiste in die wir die Karotten reintun. Wenn wir die Kiste ansprechen, <laughs> Entschuldigung, wenn wir die Quiste, Kiste ansprechen, die nennen wir erstmal Kiste, kommt einfach nur eine Textmitteilung, eine leere Kiste. Man könnte jetzt auch noch sowas hinschreiben wie, sie hat einen modrigen Geruch oder irgendwas, halt, dass es ein bisschen lebendiger wirkt, das ganze Spiel. Aber für das Tutorial reicht das vollkommen, wenn ich da einfach hinschreibe, eine leere Kiste. Gut, genau. Hm. Ne, wir machen noch eine Bedingung rein. Genau, wir machen, ein, wir machen eine Bedingung rein mal wieder. Eine bedingte Verzweigung wieder bei Ablaufsteuerung. Und eine Variable, wenn die Karotten ähm, kleiner sind als 10 oder von mir aus auch. Gleich 10, aber da müssen wir umgekehrt denken. Also wenn sie kleiner sind als 10, also wenn ich weniger als 10 Karotten habe, soll das hier gesagt werden. Und wenn ich die 10 Karotten endlich zusammen habe, dann soll das gesagt werden. Okay, also einen Text, eine leere Kiste. Okay, also wenn ich weniger als 10 Karotten habe, wird die Spielfigur sagen, eine leere Kiste. Und sonst, wenn ich die 10 zusammengefriemelt habe, endlich, dann werden wir uns mal kurz hier wieder den Text rauskopieren, damit ich das nicht alles neu schreiben muss. Du hast die Karotten in die Kiste gelegt. Ich hoffe, es passt rein. Ja, es passt rein. Lasst euch nicht irritieren, dass das jetzt über die Linie hinausgeht. Ihr müsst bedenken, dass diese Befehle hier ja noch rausgelöscht werden. Also der Text ist nicht länger als so im Normalfall. Jetzt habe ich es leider ähm, nicht abgespeichert gehabt. Aber naja, so ist es halt. Ich schreibe ich noch mal kurz neu. Du hast die Karotten in die Kiste gelegt. So, wie gesagt, lasst euch nicht irritieren. Das ist extra so gemacht, dass das äh, textfenster hier ein bisschen länger ist weil die ähm, rpg maker macher natürlich wissen dass man solche befehle da einträgt du hast die karotten in die kiste gelegt fertig okay jetzt müssen wir natürlich auch noch die karotten in die kiste legen und da machen wir einfach ein, ähm, unsere variable die wir steuern karottenquest einstellen auf 2. übernehmen machen eine neue ereignisseite suchen uns als bild die kiste raus, wo die Karotten drin liegen, haben wir und nehmen die variable Karottenquest größer als 2, also größer gleich 2. Genau. Gut. Jetzt brauchen wir noch mal kurz die Frau und werden dort eine neue eigene Seite erstellen. Wenn die Karottenquest größer als 2 ist, <laughs> Dann kriegen wir unsere Belohnung. Genau. Ja. Und hier schreiben wir noch hin. Und sie in die Kiste zu legen. Punkt. Damit der Spieler das auch weiß, wo er sie hin tun soll. Gut. Vergiss auch nicht, alle Karotten zu ernten. <laughs> oh, Entschuldigung, was ist nur mit mir los gerade? Ich habe gerade irgendwie so einen Hustenreiz. Tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Vergiss auch nicht, alle Karotten zu ernten. Genau, Karottenquest 2 auf der ähm, fünften Ereignisseite. Und das werden wir jetzt ändern. Einfach der übliche Dankestext. Man könnte jetzt auch einfach den hier rüber kopieren. Danke, dass du mir geholfen hast. Dafür gebe ich dir 100 Goldmünzen. Und dann hätte sich die Sache auch erledigt. Ja, können wir eigentlich auch machen. Für, für das Tutorial reicht das eigentlich, denke ich mal, vollkommen aus. Ja, für das Tutorial reicht das eigentlich vollkommen aus. Danke, dass du mir geholfen hast. Dafür gebe ich dir auch 100 Goldmünzen. 100 Goldmünzen erhalten. Oder man kann ja auch machen, dafür gebe ich dir diesmal 200 Goldmünzen. Ihr könnt den Text ja auch ändern. Und hier 200 Goldmünzen. Ist natürlich ein bisschen viel. Aber die, ja, die Quest war schon ein bisschen komplizierter für den Spieler. Er musste schon ein bisschen mehr machen. So, äh, so jetzt. Gut. Wieder ein äh, Variable steuern. Karottenquest. Die hier oben. War ja auch noch ausgewählt. Und dann auf 3. Und das ist dann quasi, dann ist die Quest zu Ende. Also, das Tolle an diesen Quest-Variablen ist einfach, dass wir diese gerade bei längeren Quests einfach nur hochzählen müssen. Wir müssen dann uns nur leider merken, welche Nummer quasi für was steht. Das ist dann ein bisschen komplizierter. Aber vom Prinzip her brauchen wir nicht 100 ähm, Schalter erstellen. Also wir brauchen jetzt nicht hier... 100 Schalter steuern oder noch sehr viele Selbstschalter ständig, sondern wir brauchen nur eine Variable, die die komplette Quest nach oben zählt. Also die Quest könnte jetzt noch viel länger werden, also im Grunde fast unendlich lang. Und das ist halt ziemlich geil. Also gerade für längere Quests finde ich, ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Methode, dass wir eine Questvariable haben, die einfach nach oben zählt. Gut, und wenn die Questvariable auf 3 ist, dann sagt sie einfach nur noch danke dass du mir geholfen hast. So Quest auf 3, also wenn die Karottenquest mindestens 3 ist, dann sagt sie einfach nur noch danke dass du mir geholfen hast und man bekommt das Gold nicht schon wieder. Hat man ja alles schon bereits in der Apfelquest. Ich denke mal, das ist nichts neues für euch. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an, ob das funktioniert. Soweit eigentlich müsste es jetzt funktionieren. Ach, hier fehlt noch eine Text Einblendung natürlich. Hm, was schreiben wir da rein? Was schreiben wir da rein? <laughs> Ach, wir machen es ganz simpel. Einfach eine Kiste voller Karotten. Man könnte jetzt auch schreiben, die Kiste, in die du die Karotten gelegt hast. Oder ja, man könnte es auch sehr kompliziert äh, schreiben. Oder halt auch ein bisschen da. Man könnte sich da was einfallen lassen. Ich bin auch nicht so der Textschreiber. Ich bin da nicht so. Gut drin, da muss ich ehrlich zugeben. Gut, ich denke mal, die Quest müsste jetzt eigentlich soweit fertig sein. Ich probiere das gleich mal aus. Und dann sehen wir das ja auch. Gut, neues Spiel. Sprechen wir nochmal die Frau an, dann machen wir die Apfelquest nochmal. Wobei wir das gar nicht müssen. Wir müssen das nicht mal, aber dazu da, so kommen wir später. Wir machen jetzt die Apfelquest nochmal kurz zu Ende und nehmen dann die Karottenquest an, automatisch. So, gehen wir zur Frau. Danke, dass du mir geholfen hast. 100 Goldmünzen. 100 Goldmünzen erhalten. Könntest du mir bitte einen Gefallen tun und die Karotten ernten? Das mache ich mit links. Das ist ja wirklich nett von dir. Die ganze Arbeit soll natürlich nicht unbezahlt bleiben. Wenn ich jetzt nochmal mit der Frau spreche, vergiss auch nicht alle Karotten zu ernten und sie in die Kiste zu legen. Gut. Dann machen wir das auch gleich mal. Wenn ich die Kiste anspreche, kommt gar nichts. Warum kommt da gar nichts? Okay, das ist jetzt nicht schön. Wir speichern mal kurz. Da muss ich das jetzt nicht normal machen. So, gespeichert. Okay. Warum kommt da jetzt gar nichts? Das ist eine gute Frage. Wenn Karotten unter 10, dann sollte eigentlich dieser Text kommen. Priorität wie Charakter. Liegt es vielleicht daran? Ich gucke mal. Da bin ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen überrascht, dass das nicht funktioniert. Ah, jetzt funktioniert es. Okay, alles klar. War ein Fehler von mir. Ich habe ja Prioritäten nicht auf wie Charakter gestellt. Kann passieren. War schnell behoben, machen wir natürlich auf der zweiten Event-Page auch. Und fertig. Oh, Mann, was ist nur los? Tut mir leid, Leute, wirklich. Ähm, es, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir setzen fort. Unsere schöne Quest. Eine leere Kiste, steht jetzt steht es auch da. Du hast eine Karotte geerntet, dauert jetzt ein bisschen, aber es ist ja nicht schlimm. Man könnte auch die Texteinblendung weglassen, dann geht es ein bisschen schneller für den Spieler. Aber so weiß er immer, wie viele Karotten er eingesammelt hat. Vor allem, wenn die nicht alle auf einer Map sind, ist das halt ein bisschen besser. Jetzt, wo alle auf einer Map sind, ist das vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber ähm, wenn man wirklich auf oder auf größeren Maps die Karotten verteilt, dann ist das vielleicht schon gut. Zu sehen, wie viel man hat. Du hast die Karotten in die Kiste gelegt und zack, schon liegen die Karotten in der Kiste. Das ist geil, oder? Also ich muss wirklich sagen, der RPG Maker ist wirklich ziemlich cool. Und es ist auch relativ simpel zu machen. Eine Kiste voller Karotten. Jetzt kann ich wieder mit der Frau reden. Danke, dass du mir geholfen hast. Dafür gebe ich dir 200 Goldmünzen. Und vielleicht noch eine Quest. <laughs> okay, das war's. Das war unsere Quest. Wir haben das Gold erhalten, 300 Gold. Und wenn wir die Frau jetzt mal ansprechen, danke, dass du mir geholfen hast. Sie wird jetzt nicht mehr das Gold ausspucken. Und wenn ich die Kiste anquatsche, steht dort auch eine Kiste voller Karotten. Die Karotten hier sind weg. Die kommen auch nicht wieder zurück, wenn ich jetzt die Map wechsle. Ups, so, jetzt. Sie sind für immer weg. Eine Kiste voller Karotten. Okay. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte euch helfen. Im Grunde viel Neues für den einen oder anderen, vielleicht, aber es sollte machbar sein. Sammelquests, wie gesagt, übertreibt damit nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, das Gelbe vom Ei. Aber ähm, hin und wieder kann das auch mal ein bisschen aufheitern, wenn man das noch mit einer schönen Story hinterlegt oder einfach eine große Sammelquest, wie bei den mini bei Dragon Quest. Eine große Quest, die über das ganze Spiel quasi verteilt ist und man dann einfach irgendwelche Medaillen einsammeln muss, die man in irgendwelchen Krügen oder Truhen findet, überall auf der Spielwelt verteilt. Man hätte das Ganze auch als Quest-Item wie bei den Äpfeln lösen können. Hier Gegenstand Äpfel und dann nochmal ein Quest-Item erstellen und dann abfragen können über eine Bedingung. Ähm, ups, ich bin falsch bei der Kiste. Hier bedingte Verzweigung, ob die. der Gegenstand. Oh, ne, hier kann ich nur fragen, ob er überhaupt im Inventar ist. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das funktioniert nicht. Dann müsste man tatsächlich Variable steuern und dann vorher ähm, die Variable Karotten auf ähm, Spielerdaten. Gegenstand und dann hier die quasi statt Äpfel dann Karottenbesitzzahl. Ist ein bisschen komplizierter. Falls ihr das machen möchtet und ich da nochmal eine Tutorial-Ergänzung machen soll, wie das funktionieren würde, kann ich das gerne tun. Ähm, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das. Dann mache wir mir das als Quest-Item. Aber so geht es ja auch eigentlich. Also ich finde es so eigentlich wirklich sogar simpler zu verstehen ein bisschen. Und es ging ja auch darum, Variablen zu lernen und überhaupt erstmal zu verstehen, wie funktionieren Variablen. Und ich denke, das haben wir soweit hinbekommen. Und natürlich auch... Bedingungen, wie man if else Bedingungen verwendet. Also wenn sonst Bedingungen. Gut, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, 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 viel Spaß mit dem RPG-Maker. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial und da werden wir dann die nächste Quest erstellen. Yay! Unsere dritte Quest dann. Und dann machen wir noch eine vierte Quest, denke ich mal. Und dann ist unsere kleine Questreihe zu Ende. Und wir haben ein kleines Abenteuer gebastelt. Ich hoffe euch gefällt das ganze was ich hier mache und lasst doch mal einen Daumen da und ein Abo und kommentiert oder lasst es halt bleiben wie ihr wollt alles kein Problem. Genau, Hauptsache ihr arbeitet mit dem RPG Maker und macht was schönes draus und ja, ich hoffe, ich sehe eure Spiele irgendwann, eure fertigen. Das würde mich sehr freuen. Dann Tschüsseli, bis zum nächsten Mal. Euer Donfi.